Hallo Leute, willkommen beim LS19 Rags to Riches in Stappenbach. Dies ist Teil 29. Und schaut euch doch mal an, wie toll da hier die Feldarbeit läuft. Eben noch waren zwei Mähdrescher zusammen am Arbeiten auf dem Feld. Dadurch ist das hier recht flott gegangen. Also das hat sich schon gelohnt, hier noch einen zweiten Mähdrescher arbeiten zu lassen. Und ich muss hier noch ein bisschen nacharbeiten, sehe ich gerade. Da hinten ist die Aussaat auch schon praktisch fertig. Da muss ich, glaube ich, auch noch ein bisschen nacharbeiten. Ich denke, das sollte ich mal tun, bevor ich hier mit dem Stroh einsammeln weitermache. Wie ihr oben sehen könnt, habe ich auch schon wieder ordentlich Geld dazu verdient, weil ich 3 Fuhren, waren es glaube ich, Stroh eingesammelt habe und dann jeweils das Stroh, was im die Silage, die im Silo schon gewartet hat, die habe ich dann gleich verkauft bei der Gelegenheit. Ja, und da ist wieder einiges an Geld zusammengekommen. So, jetzt mache ich hier mal die Nachernte sozusagen. So. Und hier liegt ja auch noch sehr viel Stroh rum. Also die Geschäfte laufen gut, würde ich sagen. Dann können wir uns auch bald noch ein Feld dazu kaufen. Vielleicht dieses hier. Auf das andere bin ich nicht so scharf, denn es sieht so aus, als würden da Rüben wachsen. Und Rübenernte muss nicht unbedingt nochmal sein. Zumindest nicht so bald schon wieder. Und es wäre auch schade, das unterzugraben. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Da hinten ist ja auch noch ein schönes, riesiges Feld. Werde ich, wenn ich hier durch bin, mal auf der Karte gucken. Aber ich glaube fast, wenn ich hier das habe, das neu gekaufte, dieses hier und dieses Rübenfeld, dann bin ich auch erstmal bedient. Weil nebenher will ich ja auch noch Aufträge machen. Interessant finde ich an den Aufträgen, dass man da irgendwie schön auf der Karte rumkommt. Man kriegt einfach mehr von der Karte zu sehen, als wenn man immer nur seine eigenen Felder bearbeitet. So, das sind jetzt hier doofe Streifen. Vielleicht würde ich fast, wenn ich dieses Feld kaufe, da ein Stück von abschneiden, damit das erntefreundlicher wird. Wobei, so viel Sinn macht das auch nicht. Weil wenn man es verkleinert, das Feld, ist es ja auch kleiner. Vielleicht sollte ich mir einfach angewöhnen, öfters ein Vorgewende zu machen. Gucken, dieses Feld da hinten, das ist wirklich riesig. Geht irgendwie um die Ecke. Oh, oh, ja, das ist wirklich heftig. Das ist extrem, das Feld. Was wird denn das kosten? 325.000. Gut, das ist natürlich auch teuer. Ich denke mal, mit diesen dreien bin ich erstmal ganz zufrieden. So. Und ich will ja auch noch das Grundstück kaufen für diese Party-Location. Das wurde inzwischen vom Gemeinderat durchgewunken. Die finden das gut, wenn ich das mache. Ja, an den Plänen für diese Partyhalle, da wird gerade noch gearbeitet. Das kann noch eine Weile dauern. Und auf jeden Fall habe ich schon mal Vorkaufsrecht für das Grundstück.
Aber ich denke mal, dass ich mir das auch relativ bald kaufe, das Grundstück. So, ich denke mal, wir sehen uns wieder, wenn ich hier mit der Nachernte fertig bin. So, da stehen sie, meine tapferen beiden Mähdrescher, und werden jetzt abgetankt. Irgendwie macht es Spaß mit zwei Mähdreschern auf einem Feld. Das ist zwar nicht so wie, ja, wie in Amerika auf den Riesenfeldern mit den riesengroßen Mähdreschern, wo sie so zu viert so auf einem gigantischen Feld arbeiten, sondern hier mal weiterfahren. Das sind ja zwei kleine Mähdrescher, die auch nicht nebeneinander gearbeitet haben, sondern jeder von einer Seite angefangen haben. Aber trotzdem ist irgendwie ganz schön. So. Ich bin momentan gar nicht so arg traurig über den Verlust der Dauerleihgabe. Ich denke mal, so kommen wir auch erstmal weiter ganz gut voran, und irgendwann werde ich mir irgendwie wieder so ein Rosszillmasch besorgen. So, jetzt gucken wir mal, wo ich das nochmal verkaufen soll, ob das der Fritten-Fritz-Auftrag war. Ja, das ist der Fritten-Fritz-Auftrag. Gut. Alles eingesammelt, bis auf den Stroh, das Stroh natürlich. So. Und die Sägeschichte sollte ich dann auch mal fertig machen, damit das nicht so hinterherhinkt im Wachstum. So. Das könnte jetzt hier ganz lustig werden, weil ich da ja so einen Weg so verhunzt habe. Hier, dieses da. Mal gucken. Es geht, wenn man vorsichtig und langsam fährt. Ah, und da ist er auch, der Frittenfritz. Da kann er dann viele Haferflocken an die Gäste verkaufen. So. Okay. Der kleine Frittenfritz mit dem großen Trecker. Dabei ist es ja nicht mal ein richtig großer Trecker. Wow. Oh, jetzt schon 5.600 dazu. So. Und nochmal 5.000. Also diese Ernteaufträge sind wirklich lukrativ. So, fahre ich jetzt mal nach Hause. Ob ich mich einfach mal hier so halb schräg reinstelle. Gut. Ich denke mal, als nächstes sollte ich mich um die Seerei kümmern. So. Das ist, glaube ich, nur die eine Ecke, die da fehlt. Und wie dreckig das alles schon geworden ist. Ja, das hat er eigentlich ganz ordentlich gemacht. Und die Ecke hier ist winzig. Also da kann ich gar nicht groß meckern. So. Man könnte diese Ecke auch fast aus dem Feld rausschneiden, weil da wird auch der Mähdrescher Probleme kriegen. Und aber ich denke mal, ich lasse das mal so. So. Jetzt fahre ich hier aber nicht durch mein Feriendorf durch. Das wäre unfair den Feriengästen gegenüber.
Wenn man da anliefert, klar, dann muss man da durchfahren. Aber als Abkürzung macht das keinen Sinn. Und hier muss ich den Weg breiter machen. Das sehe ich hier jetzt schon ganz klar. Und das wird auch bald fällig. Jetzt putze ich aber erstmal. So. Gut. Vor allem die Sämaschine sieht schon aus, als hätte sie schon 5 Felder gesät und nicht nur 1. Und ich bin sehr gespannt auf das Ackergras. Wie das ist, wie der Ertrag ist, wie gut man damit Geld verdienen kann und so weiter und so fort. Ich denke mal, dass dieses Ackergras hauptsächlich gedacht ist für, wenn man Mais Plus verwendet. Das ist so ein extra Pack. Wie kriege ich die jetzt hier unter? Ein extra Spezialmod, der einem die Grasarbeit und das Füttern der Tiere komplizierter macht. Das ist ja nicht so mein Anliegen. Und aber da gibt es extra Feldfrüchte und die kann man offenbar auch ohne dieses Mais Plus nutzen. Ja, und dann gucke ich einfach mal, wie sich das so auswirkt. Gut. Das wäre erledigt. Jetzt latschen wir mal in unser Feriendorf. Und platzieren hier noch ein Ferienhaus. Ihr hattet euch auch gewünscht, dass ich da mal Ferienhäuser zusammen positioniere, wenn mehrere befreundete Familien zusammenkommen. Was ist denn das? Steht da ein Baum im Teich? Der ist irgendwie anders als vorher. Also der Teich, meine ich. Und diese 2 Bäume. Dort hinten waren noch Bäume, so wie ich das in Erinnerung habe. Also hier. Aber doch nicht mitten im See. Das ist merkwürdig. Sehr merkwürdig. Und auch dort war kein... Also irgendwie hat sich hier diese Baumlandschaft verändert. Und von da hinten ist immer Schatten gekommen. Naja, zur Not muss ich die nochmal abreißen. Also, ja, absägen. Oder ich habe auch überlegt, ob ich mir den Baumfresser besorge. Mal gucken. Jetzt lasse ich das aber erstmal. Man kann hier ja trotzdem baden. Ein Ferienhaus wollte ich bauen. Gut, ich gucke mal, ob man hier welche dazu bauen kann. Also zum Teil möchte ich die schon auch allein lassen, dass man so seine Privatsphäre hat. Das ist mir schon ein Anliegen, wenn Einzelfamilien das mieten, aber es macht durchaus Sinn. Ich kenne das auch, wenn man eine Familie mit Kindern hat, dann will man oft gerne mit einer anderen befreundeten Familie an einem Platz Urlaub machen und dann freut man sich auch, wenn die Ferienhäuser an einer Stelle sind. So. Hier würde zum Beispiel Sinn machen. Und auf der anderen Seite auch, aber da müsste ich noch ein paar Bäume fällen. Ich guck mal, ob es den Baumfresser hier gibt. So, Forstarbeit. Nein, den gibt es hier noch nicht. Okay.
Ja, dann verschiebe ich das mal auf eine andere Folge und baue hier erstmal ein zusätzliches Haus hin. Ups, ja, doch, das ist durchaus richtig, denn ich muss jetzt hier erstmal einebnen. So, wieder etwas irritiert von den Bäumen. Aber diese Bäume sind ja hier auch schön, also ich mag die Bäume hier. Und ich nehme das in Kauf, dass das manchmal auch ein bisschen störend ist. So. Jetzt wird das noch eingefärbt. Ist das der Boden? Nee, das ist ein anderer Boden. Der ist zwar auch schön, aber ich denke mal, man sollte hier den gleichen Boden machen. So. Das ist der Boden, genau. Da mache ich den einfach bis hier vorne. So. So. Und jetzt kaufen wir noch ein Ferienhaus. Nehmen wir noch so eins. Huch. So. Oh, das scheint halbwegs zu passen. Ich drehe mich mal ein bisschen. Ah, es ist ein bisschen schief. So ist besser. Und jetzt gucke ich mal, ob man es tiefer machen kann. Nee, das geht leider meistens nicht. Dann setze ich es mal so hin und hoffe, dass es nicht schwebt. So. Ja, geht ganz gut. Ist okay. Ja, dann ist jetzt nur eine Frage mit der Parkplatzsache. Eigentlich war dies hier ja als Parkplatz für dieses Haus gedacht. Und hier haben die ihren Sitzding. Das hier wäre geeignet als Parkplatz für dieses Haus. Nur wo kommt dann die Sitzgruppe hin? Hm. Tja. Und ich will die ja schon auch als getrennt vermietbare Ferienhäuser haben. Tja, vielleicht wenn ich hier einfach die Sitzgruppe hierhin mache. Und dann können sie gucken, ob sie da das Auto noch abstellen können. Ja, ist nicht optimal, aber ich denke, das geht. So. Weil ich denke mal, sie sollten schon... Ja, oder ich mache die Sitzgruppe hinterm Haus. Ja, das ist doch eine Lösung. So. Die mache ich hier hin. Und dann kommt der Grill hier hin. Ist der nicht so unterm Baum? Und der Sonnenschirm kommt dann hier hin. Ja, das finde ich okay so. Gut. Ja. Und das ist jetzt wirklich nicht weit von einem zum anderen. Und dann kommen hier auch noch zwei hin. Und dann habe ich da eine schöne Ferienhausgruppe. Und bei den anderen lasse ich ein bisschen mehr Abstand. Und vor allem können die hier auch schnell zum Baden. In den kleinen Badeteich. Okay, was ich noch machen wollte, ist zu meinem Hof, zu meinem zweiten Hof. Laufe ich da? Ja, ich guck mal, wie der Fußweg so ist.
So. Wie schnell man da von hier aus zu dem anderen Hof kommt. Ist ja eigentlich nicht so weit. Ich glaube, da vorne, da ist es schon. Das bereite ich jetzt auf jeden Fall mal vor, dass da Feriengäste einziehen können. Sprich, ich platziere Mietpilze. So. Die müssten vielleicht auch hier sein. Hoffe ich. Ja, da sind sie. Okay. Also, es gibt Mietpilze und Investitionspilze. Der Mietpilz ist billig, wie ihr seht, und die Investitionspilze sind steigend teuer. Das ist auch ein Mod, den ich mal gemacht habe, schon vor ziemlich langer Zeit. Und auf die Idee mit diesem Mietpilz bin ich gekommen, weil es in Felsbrunn so ein paar Grundstücke gibt, die relativ teuer sind, wo man ordentlich Geld hinlegt und dann ist die Hälfte des Grundstücks mit irgendeinem Haus besetzt, mit dem man gar nichts anfangen kann. So, ich setze hier mal einen Mietpilz hin. Ich denke mal, für jedes Haus baue ich einen Mietpilz hin. So. Und dann dachte ich, na, man müsste die vermieten können. Und es gibt aber keine normale Mietfunktion im LS19. Und dann kam ich zusammen mit meinem Liebsten auf die Idee mit dem Mietpilz, dass man einfach irgendein billiges, kleines Objekt dazustellt, mit dem man ein passives Einkommen erzielen kann und sagt sich dann, okay, der sorgt für die Mieteinnahmen, die man dadurch hat, dass man dieses Haus gekauft hat. So. Okay. Gut. Wie viel kriegt man hier nochmal? 200 pro Stunde. Gut, das ist eigentlich ganz ordentlich. Also es gibt lukrativere passive Einkommen, aber das ist ganz passabel. Und so kann man jetzt entweder man kauft ein fertiges Grundstück, wo schon Häuser drauf sind, oder man platziert Dekohäuser und kann dann Mietpilze dazu packen und dadurch wird so ein Dekohaus zu einem Ferienhaus. Ja, und was ich mir hier überlegt habe, ist, ob man diese Scheune vielleicht zu einem Café umbauen kann. Das ist natürlich sehr bizarr, diese Vorstellung. Dafür will ich mal was ausprobieren. Nämlich, ob man da Bänke reinstellen kann. Ich fürchte nicht. Nee. Da rein kann ich nichts stellen. Schade. Ich glaube, wenn ich den Mod Place Anywhere benutzen könnte, dann ginge das. Aber dieser Mod funktioniert nicht, wenn man Global Company aktiviert hat. Tja, hier ist Schluss. Ich könnte also vor die Scheune ein paar Bänke stellen, aber innen rein kann ich nichts stellen. Ich denke mal, da macht das nicht so viel Sinn. Dann könnte ich hier vielleicht einen alten, schicken Trecker kaufen, dass das Ganze nach Landwirtschaft aussieht. Es wäre sonst ein hübsches Café geworden, denke ich mir. So ein Scheunencafé. Nun gut, schade. Und da das nicht mein Mod ist, kann ich den jetzt auch nicht einfach so ummodden. Ich könnte höchstens auch eine Scheune bauen, die ein Café ist. Aber so schön wie diese hier kriege ich das bestimmt noch nicht hin. Da muss ich noch ein paar Jährchen üben. Gut, also ich denke, da werde ich mal gucken, ob ich einen schicken alten Trecker kriege, dass das so eine Dekoscheune ist. Okay, und hier mit dem Rest müssen wir mal sehen.
Ein Hühnerstall dachte ich ja, vielleicht auch so im Fachwerk-Look. Oder zumindest so altertümlich aussehen. Und auf jeden Fall soll hier ein schöner Hofladen hin und ein Café. Aber die muss ich dann alle noch bauen. Und das kann dauern. Ich will ja auch noch dieses Partygrundstück bauen. Also hier dies da. Was kostet das eigentlich? 27.000. Das kaufe ich jetzt mal. Dann ist das schon mal erledigt. So. Und hier das drumherum. Oh, das ist der ganze Rest. Und der kostet 31 Millionen. Gut, dann ist das sozusagen Gemeindegelände hier. Weil das käme in Frage für Parkplätze. Kann ich da hinspringen? Nee, das gucken wir uns ein andermal an. Ich denke mal, für diese Folge haben wir hier genug geschafft. Jetzt bringen uns diese Ferienhäuser hier auch Geld ein. Und es gibt da noch viel zu tun. Sehr viel zu tun. Gut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.